Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Horizon Zero Dawn. In der letzten Folge habe ich es euch schon angedroht. Wir werden jetzt heute endlich mit der Hauptstory weitermachen. Und zwar müssen wir jetzt Rost finden. Ich schau mal eben. Der ist hier ganz oben. Ich weiß jetzt auch nicht, wahrscheinlich werden wir danach ins Dorf gehen, so wie es aussieht. Ich werde mich jetzt erstmal dorthin begeben und schalte euch dann gleich wieder hinzu, wenn ich bei Rost angekommen bin. So, gehe ich jetzt hier rum? Und warum hakt das jetzt gerade so? Oha, was ist denn da los? Ja. Wir müssen reden. Okay. So, es ist Zeit. Bist du bereit? Ja, denke ich. Ich habe keine Ahnung. Ja, denke schon. Es ist lauter, als ich dachte. Du warst noch niemals so nah dran. Aus der Nähe wirkt alles größer. Bald wird alles vertraut sein. Wie zu Hause. Ich weiß nicht so recht. Suche nach Erzmutter Tirsa. Sie wird dir helfen. Ist sonst noch etwas? Noch eine Lektion, bevor ich gehe? Nein. Du weißt alles, was die Wildnis lehren kann. Du hast es mich gelehrt, nicht die Wildnis. Aber Bogen und Speer werden mir da drin nicht helfen. Mit Bogen und Speer wirst du finden, was du schon so lange suchst, Aloy. Antworten. Was wird mich dort drin erwarten? Die Leute dort werden feiern. Es sind mehr, als du jemals gesehen hast. Kein anderes Dorf ist wie Mutterherz. Dort ist der Sitz der Erzmütter. Das Zentrum der Nora. Ein Juwel des Heiligen Landes. Lass dir Zeit. Irgendwann gefällt's dir. So wie mir, als ich noch zum Stamm gehörte. Das ist so traurig. Bist du sicher, dass sie mich reinlassen? Wie gesagt, Aloy. Das Gesetz erlaubt ausgestoßenen Kindern die Erprobung. Wer besteht, wird zum Krieger und ist kein Ausgestoßener mehr. Ich weiß schon. Aber nicht jeder folgt dem Gesetz wie du, Rost. Hab Vertrauen, Aloy. Der Stamm respektiert dein Recht. Na gut. Ich bin jetzt bereit. Sehen wir uns dann bald zu Hause? Ich werde nicht da sein, Aloy. Hier. Nimm das. Als Andenken. Warum redest du, als ob wir uns nie wiedersehen? Nein. Nein! Dein Platz ist beim Stamm. Ich bleibe ein Ausgestoßener. Aber du weißt doch, es gibt eine Lösung. Ich komme heimlich zu dir. Ich brech damit das Gesetz, nicht du. Du musst ja nicht mehr mit mir reden. Diese Verbindung zu mir steht dir nur im Weg. Es ist mein Wunsch, dass du beim Stamm bleibst. Du warst schon viel zu lange isoliert. Nein, bis jetzt nicht. Es muss so sein. Ich gehe und du wirst mich nicht finden. Das ist der Abschied. Das macht mich jetzt noch trauriger. Werde ich ihn finden oder verstehe ich das Ganze? Also auf Nimmerwiedersehen, das machen wir nicht, das ist klar. Sie wird den finden. Nein, ist es nicht. Ich kann Spuren lesen. Wo du auch hingehst, ich folge dir. Dieses Mal nicht. Diesmal. Und jedes Mal. Ich trage das hier, wenn ich dich finde. Die Urmutter segne dich, Aloy. Und dich. Ja.
Ich muss ihn gehen lassen. Fürs Erste. Nein, musst du nicht. Zuerst die Erprobung. Danach werde ich nachsehen, wohin seine Spur führt. Genau. Bin ich auch für. So, ich habe jetzt übrigens anstatt betritt Mutterherz, brich Mutterherz gelesen. Ich glaube, das war nicht damit gemeint. Ist da irgendwas Wichtiges? Ja, können wir später nochmal gucken, falls wir nochmal rauskommen, Meisters. Ja, ich will ihn jetzt nicht zurücklassen. Das finde ich unfair. Eieiei. Gehe ich jetzt überhaupt richtig durch? Gehe richtig, ne? Es ist ja schon eine Tortur, überhaupt hier hochzukommen. So, wir kennen das ja, ne? Mit der Schnellspeicherung. Sollten wir auf jeden Fall machen. Ich muss gar nicht hier hoch. Ich muss wieder runter. Was ist das denn hier für ein Quatsch? Ich dachte, ich muss hier hoch. Von da kamen doch die Trommeln, oder nicht? Langsam, langsam. Ja, ja. Da geradeaus und dann ganz am Ende unten links. Okay. Ich habe jetzt echt gedacht, ich müsste hier hoch. Was ich halt so komisch fand, ist das... Ach, da hinten. Dass das Zeichen nicht in die Richtung gezeigt hat. Hätte ich mich vielleicht dran orientieren können. Aber naja. Das ist halt typisch. Klein Gameplayerin. Können wir hier eigentlich irgendwo hin? Nee, das ist nur offen, damit wir hier die Treppe runterstürzen können. Beziehungsweise die... wie nennt sich das Ding jetzt? Die Brücke runterstürzen können. Hi. Du kehrst um, Ausgestoßene. Oder blutest. Deine Wahl. Platz da! Platz da! Krieger, lasst sie durch. Sie ist hier willkommen. Mutterherz steht hier offen, mein Kind. Komm. Glaub mir, die meisten Nora sind nicht so wie diese Idioten. Du bist Tirsa? Wer sollte ich sonst sein? Komm jetzt mit. Ich warte schon lange auf diesen Tag. Ach ja? Oh ja. Aber im Moment habe ich leider zu tun. Ich muss heute noch andere Fremde beschützen. So, was? Einige fremde Stammesgesandte, die Karja, wollen sich die Erprobung ansehen. Und oh, wie die Nora die Karja hassen. Karja? Doch, das ist mein Problem. Wir reden später noch. Und bis dahin genieße das Fest. Oh, nimm den Weg rechts entlang. Dort ist ein alter Freund, der sich sehr auf dich freut. Aber ich kenne hier niemanden. Sag ihm das doch mal. Wir reden später weiter. Die Göttin schütze dich. Was ist hier nur los? Ob das etwa der ist, dem ich geholfen habe? Dieser eine Typ da? Den Weg rechts entlang soll ich nehmen. Okay, dann gehen wir doch mal direkt da rum. Aber ich meine, die Alte war jetzt gerade die Schamanin. Entschuldigung. Aloy! Du bist es, oder? Ja, das ist er doch. Hi! Du bist Aloy, nicht wahr? Habe ich mir den Namen richtig gemerkt? Bist du der alte Freund, von dem Tirsa sprach? Ich kenne dich nicht. Du erkennst mich wohl nicht wieder. Tja, es ist schon lange her. Tepp ist mein Name. Du warst halb so groß wie ich und hast mich vor einer Herde Maschinen gerettet. Ich erinnere mich. Doch. Du wolltest mir danken. Ich habe es nie vergessen. Ich habe immer gehofft, dich wiederzusehen, wenn du zur Erprobung kämst. Wie du siehst, ist aus mir kein guter Jäger geworden. Ich diene dem Stamm stattdessen als Näher. Ich mache Kleidung und Rüstungen. Und ich habe etwas für dich. Eine Kluft für diesen Tag. Ich hoffe, du magst sie. Was soll das denn kosten? Kosten? Nichts. Nimm es als ein Dankeschön für deine Hilfe damals. Als ein Geschenk. Oh, das ist aber nett. Outfits? Diese Rüstung wurde hergestellt, um den Elementen zu trotzen und hat sich in extremen Bedingungen gut gewehrt. Okay. Dient der Tarnung und erschwert die Trägerin zu sehen und zu hören. Naja. Ach so, Moment.
Nee, Nora-Kriegerin ist kostenlos. Ach so, die andere muss ich bezahlen. Ah, okay. Also neue Rüstung einer Nora-Kriegerin, genäht von Tepp dem mit von Aloy entworfenen Details. Aha. Ich habe da vorher nichts von gewusst, aber cool, wir haben die Details entworfen. Bietet keinen zusätzlichen Schutz, kann aber verbessert werden. Das ist doch schon mal gut. Ja, die nehmen wir auf jeden Fall natürlich erstmal an. Ausrüsten. Ja. So, und wie kann ich die jetzt verbessern? Sortierung. Nee, ich will das auch nicht kaufen. Ich will das modifizieren. Was ich anscheinend nicht kann. Schatzkisten. Wir haben doch auch Schatzkisten, ne? Gratis-Probekiste. Aber die hat so viele Sachen wahrscheinlich, dass wir die gar nicht tragen können. Ja, aber was machen wir jetzt mit den Outfits? Das ist jetzt so die Frage. Ist das jetzt dein Ernst? So, also das ist jetzt der dritte Versuch. Jedes Mal, wenn ich die Nora-Kriegerin-Rüstung angelegt habe, habe ich das Problem gehabt, dass das Spiel abgestürzt ist. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist, der jetzt wirklich nur diese Stelle hier betrifft. Ich hoffe ja, ich habe sie jetzt diesmal nicht angezogen, aber ich habe sie gekauft. Oben rechts steht jetzt im Besitz drin. Ich würde auch gerne, ohne dass das Spiel jetzt erneut abstürzt, mal kurz gucken, weil wir müssten theoretisch... ach, da haben wir so viele von, okay. Theoretisch nämlich auch andere Kleidung kaufen können. Für den Fronteinsatz im Kriegstrupp verstärkt. Die metallüberzogene Brustplatte schützt bei Nahkampfangriffen. Ja, das würde ja perfekt zu mir passen. Ich würde jetzt mal glatt sagen, dass, um Elementen zu trotzen, dass wir die holen. So, ich die jetzt aber nicht anlege. Ich habe keine Ahnung, ob das Spiel dann schon wieder abstürzt oder nicht. So, dann gibt es noch einmal die Sache mit dient der Tarnung. Ja, ich denke mal, dass das jetzt nicht unbedingt notwendig ist, aber ich weiß es halt nicht. Ich weiß auch nicht, wie man auf die Modifikationen rein kann. Nora Überlebender. Könnte ich mir theoretisch auch noch leisten, den Elementen zu trotzen. Man weiß ja nicht, was hier noch alles... Nein, scheiße. Später ausrüsten. Ich wollte sie nicht anziehen, Entschuldigung. Okay, also ich kann nicht in die Modifikation rein, keine Ahnung. Da. Zieh sie an, wann immer die danach ist. Danke, Tab. So etwas habe ich noch nie besessen. Ja, es ist deins. Ich würde meinen, es schützt dich etwas besser als das, was du anhattest. Jede Kluft hat eigene Vorteile. Man muss immer abwägen. Na gut, ich will dich nicht aufhalten. Geh zur Hütte der Stammmütter, wenn du Tirsa suchst. Du wirst sie leicht erkennen. Ein großes Holzhaus mit einer wütenden Menge davor. Er sagte etwas über fremde Stammesgesandte. Deshalb ist die Menge ja wütend. Kaja, die nach Jahren erstmals wieder im Heiligen Land sind. Es werden wohl Tomaten fliegen oder Steine. Hoffentlich keine Speere. Was auch kommt, du solltest dich ducken. Okay. Ja, also mit den Steinen haben wir ja schon so unsere Erfahrung gemacht. Jetzt ist die Frage, da das Spiel ständig abgestürzt ist, weiß ich nicht, ob es jetzt sicherer ist, nochmal eben abzuspeichern. Aber ich hoffe, dass der von sich aus nochmal abspeichert, wenn ich jetzt die Stammesmutter hier aufsuche. Ich meine, was ist das denn hier? Ja, aber... Okay. Kann ich hier wieder aufstehen? Ich wollte doch nur wissen, was interagieren ist. Also was ich hier machen kann. Kannst du mal hier rausgehen? Danke. Kann ich auch interagieren? Ah. Nee. Okay, da kann ich mich jetzt nur wärmen. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass das jetzt so ein Feuer ist. Okay, es ist ein Feuer, aber nicht das, was ich jetzt gebraucht habe. Ja, komm da runter. Du bist schon betrunken. Musst du auch noch auf Häuser klettern? Was, wer ist betrunken? Jetzt oh, genau zu. Ich soll vielleicht soll ihr mir diese Geschichte was? Erzählen, wenn ich... Moment, doch, das stört man hier noch. Hi, Kleines. Liegt das an mir, oder schmeckt ihr Eintopf dieses Jahr irgendwie komisch?
Hey, Leute, hier drüben. Was denn? Wer bist du denn? Ach! Karst? Was machst du hier? Vorsicht! Tu so, als ob du mich nicht kennst. Mit Ausgestoßenen zu handeln ist verboten, weißt du noch? Wie könnte ich's vergessen? Wie großzügig, dass du jetzt mit mir sprichst. Sei doch nicht so. Du weißt, dass ich dich bei der Erprobung anfeuern werde. Einige werden ganz schön blöd gucken, wenn du das gewinnst. Und wenn du noch irgendetwas brauchst, bin ich dein Mann. Naja, also ich habe jetzt alles ausgegeben, weil ich jetzt mit allen gehandelt habe. Also alle Sachen gekauft habe. Also, Mutterherz, ich dachte, du liebst die Wildnis. Tja, ein Mann kann nicht immer allein trinken, oder? In Wahrheit fühle ich mich manchmal einsam. So, ich habe es gesagt. Verachte mich nicht. Ich werde es dir nicht vorhalten, wenn du mir Rabatt gibst. Du bist doch... War ein Witzcast. Schön, dich zu sehen. Werd bloß nicht zu nett. Ich werde nicht nett. Ich bin nett. Ich mach dir den besten Preis. Versprochen. Ja, bin ich noch nicht so von überzeugt. Okay, also Schleuder, Steinwerfer, Stolperfalle, die Stolperfallen und so können wir jetzt alle nicht mehr benutzen. Das sind die gleichen. Genau, dieses Gepäckzeichen bedeutet, dass wir die haben. Hier kann man auch nicht auf Modifikationen gehen. Wie kann ich das denn modifizieren? Rohstoffe. Ich könnte rein theoretisch Rohstoffe... Achso, kaufen, ja. Genau, kaufen wollen wir natürlich nichts. Ah, jetzt sehen wir mal. Das ist ein Genesungstrank, den wir haben. Und wir haben einen Gesundheitstrank dabei. Glaube ich zumindest. Ich habe so zwei rote Tränke unterwegs gefunden. Ah, und da fällt mir ein, ich habe dieses eine Ding nicht aufgemacht. Munition, ja, brauchen wir theoretisch erstmal nicht. Hoffe ich zumindest. Schatzkisten, ja, da brauchen wir eigentlich auch nichts von. Also gut, Zeit zu gehen. Viel Glück morgen, Aloy. Ja, danke, danke. Ah, da ist die wütende Menge. Ich glaube, ich bin ja richtig. Wie kriegst du diese blutrünstigen Kater in unser Land? In Kürze segnen wir die Erprobung. Doch zunächst heißen wir Gäste willkommen. Seit 2 Jahren herrscht jetzt Frieden mit den Karja. Wir sollten die Handelsbeziehungen zu Meridian wieder aufbauen. Diese Gesandten kamen zu uns unter dem Banner des Friedens. Frieden? Welcher Frieden? Eine Verkündigung von Dankbarkeit. Mörder und Versklaver! Ja! Mörder und Versklaver! Hey! Erleuchtet, haltet! Lass das sein! Nora Gläubige, lass das sein! Ich bin Osseram, kein Karja. Also sag ich's ganz offen. Der 13. Sonnenkönig war ein Mörder. Das stimmt. Ein Tyrann und ein Monster. Überfiel meinen Stamm für Blutopfer, so wie euren. Sie raubten meine Schwester. Ich hasste die Karja. Doch der 13. König ist tot. Seit 2 Jahren. Wer tötete ihn? Der 14. Ja. Nicht, weil er an die Macht wollte, sondern weil jemand dem Unrecht seines Vaters ein Ende setzen musste. Ja! Ja. Die Nachricht, die dieser Priester verlesen will, ist eine Entschuldigung. Aus dem Munde des 14. Königs. Also bitte, könnt ihr ihm nicht zuhören? Hört, hört! Dankeschön. Eine Verkündigung der Dankbarkeit, geschrieben von Sonnenkönig Abad. 14. Erleuchtetheit der strahlenden Linie. Sieht so aus, als wäre es an dem kahlen Mann, einer der Besucher, unbekanntes Gerät an der großen Tafel. Was bedeutet das? Dieses Mal ist ein Erzmuttertier. Er trägt einen Fokus. Hi. Genau, du bist der Einzige, bei dem ich je einen Fokus gesehen habe. Wo hast du ihn her? Was? Eine Nora hat so etwas an? Das kann nicht sein. Deinem Stamm sind die alten Orte verboten. Wer sagt, dass ich genauso bin? Tja, niemand, schätze ich. Wenn du in den Ruinen der Metallwelt stöbern gehst. Ah! Was ist los? Tut mir leid. Fehlfunktion. Olin, du suchst dir neue Freunde, was? Ich...
Ich komme wieder. Warte. Nein, wir reden später. Ich muss los. Wow, sein Kater ist schlimmer, als ich dachte. Hey, du hast ja denselben Klunker wie Olin hinterm Ohr. Wann sind die denn modern geworden? Sein Name ist Olin? Wer ist er? Und wo hat er so etwas her? Ach, er ist nur ein Wühler mit einflussreichen Freunden. Entweder sucht er nach Artefakten oder er trinkt und macht Glücksspiele. Ach, den Klunker hat er wohl irgendwo ausgegraben. Nur ein altes Juwel, das er sich gerne ansteckt. Und nichts für ungut. Dir steht er toll. Was weißt du noch über Olin? Ist er wirklich so interessant? Ich werde gleich eifersüchtig. Tja, er sucht nach Ruinen in der Wildnis, gräbt Zeug aus und verkauft es an Adlige. Wenn er nichts anderes macht, ist er Speer. Er kann genau das, was ein Expeditionsführer können sollte. Kotzt mich das an. Wenn er nichts anderes macht, ist er Speer. Er kann genau das, was ein Expeditionsführer können sollte. Ich kenne ihn ein paar Jahre. Er ist ein treuer Gefährte, liebt seine Familie und trinkt auch gerne mal. Ich mag ihn, aber viel mehr weiß ich auch nicht. Deine Rüstung sieht ungewöhnlich aus. Hast du noch nie Gardestahl gesehen? Na, ich erklär's dir. Ringverbunden, aufprallgeschützt, stabil genug für Sägezähne. Muss er auch. Die Garde ist die Sonnenkönig-Elite. Das sind alles eisenharte Maschinenbrecher. Sogar eine Nora-Streiterin wie du könnte da Probleme kriegen. Bei diesem ganzen schweren Metall? Wohl kaum. Ja, schwer zu sagen. Meiner Meinung nach sieht es recht ausgeglichen aus. Ich dachte, dein Freund würde in faulen Tomaten ertrinken. Aber du hast sie alle beruhigt. Danke. Ich wusste nicht, ob es klappt. Die Nora verübeln den Karja die roten Raubzüge. Und das ist kein Wunder. Ja, und wie ihr ja sehen könnt, kann ich zwar teilweise das Gespräch wieder neu machen, aber bei jedem weiteren Dialog, den man anklicken kann, wird immer wieder irgendein Problem herbeigerufen und das Spiel stürzt ab. Ganz ehrlich, ich habe so langsam aber sicher überhaupt gar keine Lust mehr. Auf der einen Seite finde ich dieses Spiel wahnsinnig geil von der Grafik her, vom Spielerischen her. Die Story finde ich bisher wirklich sehr gut gemacht, auch wenn ich noch nicht allzu viel gesehen habe. Aber es nervt, es kotzt mich an, es macht mich total fertig. Ich weiß nicht mehr, was ich noch dazu sagen soll. Dass alle 2 Minuten irgendetwas abstürzt in diesem Spiel. Bitte, liebe Entwickler, kriegt es endlich auf die Reihe. Behebt eure Probleme. Schaut einfach mal in Steam rein. Da gibt es aber tausende negative Kommentare. So viele Leute schreiben, das Spiel ist unspielbar. Es muss dringend, ganz dringend ein Update her. Und ganz ehrlich, das Spiel ist seit über 2 Wochen, glaube ich, jetzt insgesamt schon draußen. Und es ist immer noch nicht diese, ja, essentielle Fehlerkorrektur passiert und ich verstehe es nicht. Ich habe die Werte komplett runtergeschraubt, also ich habe das Ganze auf Mittel eingestellt, obwohl meine Grafikkarte und der PC locker die hochauflösende Auflösung packen. Ich habe mittlerweile die FPS auf 60 begrenzt, obwohl locker die unbegrenzten FPS geschafft werden können. Also mein PC, der arbeitet gar nicht wirklich. Und jetzt sowieso nicht mehr, jetzt schläft er nur noch die ganze Zeit und trotzdem stürzt immer wieder das Spiel ab und ich kann es einfach nicht mehr sehen. Und sobald, ja, dieser Balken hier unten reinkommt und die kurz noch weiterreden, weiß ich, okay, es ist schon wieder abgestürzt. Und hier haben wir jetzt auch wieder ein ganz tolles Beispiel, was ich auch meinte mit, das darf einfach nicht sein. Hier steht, die Spielassets werden auf Grundlage deiner Hardware-Zusammensetzung optimisiert. Okay, über die Rechtschreibung kann man sich jetzt streiten. Dies kann einige Minuten dauern, bitte habe etwas Geduld. Gut, die einigen Minuten sind wirklich etliche Minuten stellenweise, weil ja das Programm einfach irgendwie, keine Ahnung, was es für einen Scheiß macht, aber es rödelt halt doch nicht ganz so schnell stellenweise durch. Jedenfalls, das ist auch noch zusätzlich ein Grund, wo ich jetzt sagen muss, was soll das? Weil sobald ich meinen PC wieder neu gestartet habe oder zumindest wieder neu ins Spiel reingehe,
Ich weiß nicht, ob es immer ist, wenn ich das Spiel neu starte oder wenn ich den PC neu gestartet habe, am nächsten Tag beispielsweise, kommt diese, ja, dieses Asset, was dann immer wieder optimiert und immer wieder die gleichen Einstellungen nach der Optimierung hat, die es vorher schon hatte, was ich dann überhaupt nicht nachvollziehen kann, warum ich dann überhaupt hier stundenlang warten muss, bis das Ganze überhaupt optimiert ist. Und ganz ehrlich, Leute, ich meine, wenn es nur das wäre, okay, man muss halt eine halbe Stunde warten, bis man überhaupt erstmal ins Spiel reinkommt, jetzt mal übertrieben ausgedrückt, keine reelle halbe Stunde, dann ist das die eine Sache. Aber ganz ehrlich, es darf einfach nicht sein, dass es immer wieder bei den Dialogen abbricht. Ich kann jetzt die Hauptquest nicht weitermachen. Ohne Hauptquest komme ich im Spiel absolut nicht weiter aktuell. Und ja, immer im Dialog von der Hauptquest stürzt mir das Spiel ab. Es darf nicht sein. Es kann irgendwo nicht sein. Also ich bin total entsetzt, genauso wie die zig anderen Leute, die da negative Kommentare reingeschrieben haben. Bitte, liebe Entwickler, wir finden das Spiel alle geil. Es hat eine geile Grafik, es hat, soweit ich das beurteilen kann, ein geiles Gameplay. Ich denke auch eine geile Story. Ich meine, ich bin ja noch nicht besonders weit, weil ich durfte ja leider nicht weiterkommen bisher. Es stürzt ja immer wieder ab. Ich habe weit über die Minimalforderungen mit meinem PC. Es ist ein speziell zusammengesetzter PC. Da wurde extra drauf geachtet vom Experten und von mir auch nochmal drüber geguckt, ob die einzelnen Bauteile zusammenpassen und, und. Der Quatsch von wegen Kühlerbelüftung und der Monitor muss genug Strom haben. Ganz ehrlich, da mache ich mir gar keine Gedanken bei meinen Teilen. Deswegen, daran liegt es definitiv nicht. Und ich gehe mal stark davon aus, dass ihr euer Spiel, wenn es schon dieses Jahr rausgekommen ist, auch für Windows 10 optimiert habt. Wenn nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, tut es mir wirklich leid. Dann kann ich nur die 2 Millionen andere Spiele spielen, die ich noch hier habe. Aber dann kann ich das Spiel nicht mehr spielen, weil ich nun mal Windows 10 benutze. Ich bin einer der absoluten Spätsünder, was das betrifft. Ich mag kein Windows 10. Also mit Windows 7 und 8 war es wesentlich einfacher und übersichtlicher und schöner. Aber da viele aktuelle Spiele nur noch über Windows 10 oder auf Windows 10 zugeschnitten sind, habe ich es damals upgraden lassen bzw. neue Version gekauft. Und ja, so daran kann es nicht liegen. Da sind auch alle Sachen aktuell. Da sind alle Security Packs, was weiß ich was aktuell. Die Grafiktreiber von meiner Grafikkarte sind ebenfalls aktuell. An meiner Hardware liegt es nicht. Und das werden euch auch die, ich glaube, über 2000 negativen Kommentare, die es von dem Spiel schon gab, bei Steam sagen. Also bitte, bitte, liebe Entwickler, kriegt es endlich auf die Reihe, macht ein vernünftiges Update, damit es stabil auf dem PC läuft, auch auf aktuellen Gaming-PCs und nicht nur auf irgendwelchen alten PCs, wo der ein oder andere anscheinend keine Probleme mit hat. Bitte tut was.